Für die Extinction Rebellion steht die Rebellionswoche an, am 7. Oktober. Das begründet sich ganz schlicht darauf, dass eigentlich jede Gewerkschaft weiß, wenn man einen Streik gewinnen will, muss man dauerhaft streiken. Das ist auch genau der Grund, warum Fridays for Future so stark sind, weil sie ja jeden Freitag streiken. Wir brauchen also mehr als einen Streiktag, wenn wir wirklich Veränderungen in der Politik bewirken wollen. Es reicht nicht, Petitionen zu unterschreiben, es reicht nicht, auf Demos zu gehen. Wir brauchen Protest, der wirklich die Regierung da trifft, wo es nervt. Das ist die Wirtschaft. Wenn wir was erreichen wollen, müssen wir effizient sein. Das heißt, die Extinction Rebellion blockiert im Regelfall dort, wo es wehtut. Das heißt, es sind die Hauptstädte, weil dort sowohl die Verantwortlichen der Regierung sind, als auch die Medienhäuser und auch die Eliten. Die Streiks gehen dauerhaft. Die erste internationale Rebellionswoche, die wir im April hatten, war so, dass in London 8 oder 9 Tage 4 große Plätze blockiert wurden. Es wurden über 1000 Menschen der Bewegung verhaftet. Tatsächlich, das war der größte Protest in Großbritannien seit Jahrzehnten. Und kurz darauf hat die britische Regierung dann den Klimanotstand ausgerufen. Jetzt geht das Ganze in die nächste Phase, denn obwohl sie dieses Lippenbekenntnis gemacht haben, ist weiter natürlich noch nichts passiert. Das heißt, nach dieser ersten Rebellionswoche folgt natürlich wieder eine weitere, in Großbritannien sogar so angelegt, dass sie endlos geht, solange die Leute da bleiben. Bei uns in Deutschland und auch von unseren Nachbarländern planen wir eine große Aktion ab dem 7. Oktober in Berlin, wo wir definitiv planen, eine Woche Berlin zu blockieren. Denn der Streiktag am 20. kann wirklich nur der Anfang sein.